GF. Pandemona? Der kann mal... Ja, der lässt gleich das hier. Und Tombori lernt Erstschlag. So. Oh, jetzt ist der Typ ja weg. Ob ich wahrscheinlich jetzt hier wechseln muss, dass er wieder da ist? Mal gucken. Ah ja, da ist er wieder. Ich werde jetzt aber trotzdem, wie gesagt, erstmal den Speicherpunkt mir holen. Nanu. Monster fallen vom Himmel. Okay, hier haben wir den Speicherpunkt. So, und jetzt mache ich jetzt, wie gesagt, erstmal das mit Doom Train. Und zwar braucht man hier, seht ihr, Megapille 2 habe ich. Ich habe, wo ist denn das nächste? Hier Eisenrohr, braucht da auch 6 Stück. Und... Nee, das Küsschenfühler war es nicht, sondern... Wo haben wir es? Moorballfühler, genau. Und jetzt brauche ich halt diesen komischen Ring. Ist denn der? Ring des Salomon. GF nicht verfügbar? Nee. Ich muss dann gleich nochmal gucken, was ich da genau brauche. Vielleicht war es doch der Moorballfühler. Ja, da würde mir noch einer fehlen. Ich muss mal kurz nachschauen, ob ich irgendwas wandeln kann. Ich verwechsel die beiden Sachen immer, ich weiß auch nicht. So, Moorball. Wo haben wir den denn? Hier. So. Jetzt probiere ich es nochmal. GF nicht verfügbar. Ich muss wirklich gleich mal gucken, was ich da brauche. Ach ja, ich dachte, ich habe alles. Egal. Was ist das jetzt? Boah, das klingt immer so übel. Das war's schon. Okay. Eine Vita-Rüstung brauche ich, glaube ich, gar nicht. Oh, wieso ist denn das hier so träge? Moment. So. Ja gut, meine Festplatte ist bald voll. Ob das was damit zu tun hat? Hänge. So. Und wieder ein Kampf. Ja, ich werde mir jetzt, wie gesagt, diese Energiekristalle holen. Und ich denke jedes Mal, dass es dieser Wolframato ist. Den brauche ich nämlich nochmal. Naja, egal. So, ich muss mal schauen. Wo finde ich denn das jetzt mit Doom Train raus? Ohne ins Internet zu gehen. Das ist jetzt doof. Es waren doch 6 Stück von jedem. Bin ich mir sicher. Ein Lebensring. So, dann hier hoch wieder. Ah ja, gut, ihr habt ja gesehen, wie es geht. Ich mache das mal auf Screen. Also bis gleich. Ich bin wieder da. Ich habe gerade gesehen, ich habe irgendwie nur 3 Megapillen 2 gehabt. Mein Gott, wie blind kann man nur sein? Also jetzt mache ich mir gerade 6 Megapillen 2 und jetzt müsste es eigentlich auch gehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eben nicht der Moorballfühler war. War das Moorballfühler? Ja, doch, Moorballfühler. So, Ring des Salomon. Und jetzt... Oh, habt ihr mich gerufen? Ja, haben wir. Mein Name ist... Doomtrain. Bestätigen. Yes, wir haben unsere GF. Ich werde euch helfen. Yay. Ordnen. Okay. Gott sei Dank kein Kampf. Sonst hätte ich jetzt, wenn ich verloren hätte, nochmal zurücklaufen müssen. Aber wir gucken mal, was der so Feines kann.
Ich dachte nämlich gerade, Mensch, das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie gehen. Und dann habe ich gesehen, was? Nur 3 Megapillen? 2. Blöd. Okay, also er kann mal Teufelsmedizin lernen. Ich denke, das sollte ganz lustig sein. Ja. Gut. Ja, und wie gesagt, das hier mache ich jetzt alleine weiter. Also offscreen. So, dann bis gleich. Ciao. So, da bin ich wieder. Also ich habe jetzt hier, also man kann ja hier von dem Wolframato die Sternsplitter bekommen. Ich habe jetzt leider keinen weiteren getroffen. Brauche halt noch einen. Dann habe ich von... Ach, ich dachte schon. Von El Noir habe ich diese Energiekristalle bekommen. Das habe ich euch ja gezeigt, wo ihr die kriegen könnt. Also wo ihr hervorrufen könnt, dass sie kommen. Und dann habe ich zufälligerweise hier in der Stadt kommen auch Qual. Also das sind diese Tiger, Hunde, was auch immer, mit diesen langen Schnurrbartern. Da habe ich einen Mondstein bekommen. Das brauchte ich nämlich auch noch. So. Und jetzt werde ich einfach mal... Ich habe mir, wie gesagt, noch ein paar Städte... nicht Städte. Orte aufgeschrieben, wo es noch so Zeug gibt. Werde ich ja einfach mal gucken, ob ich da diese Items bekomme. Ja. So, Moment. Ich muss auch gerade mal... Sternsplitter brauche ich noch. Adamantin und Forsreif. Gut. Also ich werde jetzt erstmal zum Tor zum Paradies gehen. Da warte ich auf Küsschen und Triple Visage. Da kriege ich jeweils Sternsplitter und Forsreif. Das heißt, ich hätte theoretisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und dann werde ich noch zum... Ja, das ist, kann man gar nicht so richtig sagen, die Ort, den Ort. Das ist ziemlich weit unten bei der Kashuk-Bar-Wüste ein Strand, wo man dann die Adamantine bekommt. Und zwar kommt der Adamantai-Mai. Moment, ich will was gucken. Das ist Tor zum Paradies, okay. Und zwar kommt zwar an der Dollet, an Dolletstrand soll das Viech kommen. Und das andere wird gar nicht genannt, aber dort, wo ich dann hingehen werde, soll es relativ häufig vorkommen. Deswegen werde ich da einfach mal probieren. So, Moment. Okay, ja gut, also wie gesagt, hier zum Tor zum Paradies, da kriegt man diese Sachen. Ich werde es jetzt offscreen versuchen und wenn es geschafft hat, melde ich mich ja eh wieder. Also bis dann. Ciao. Okay, da bin ich wieder da. Ich habe jetzt hier versucht, also hier gab es ja auf der Insel den Forsreif vom Küsschen und Sternsplitter von Chimärehörn und Triple Visage. Ich habe jetzt leider überhaupt gar kein Glück gehabt, aber ich habe rausgefunden... So lange wollte ich noch warten. Das ist hier über Shop. Also ich glaube, da braucht man den Raritäten auch Krams. Im Esther Hundeshop diesen Forsring auf jeden Fall schon mal gibt. Also den könnt ihr euch kaufen. Also ich selbst brauche nur einmal. Und ja, als nächstes werde ich mich mal um die Adamantine kümmern. Und zwar könnt ihr... Nee, ist klar. Moment, das geht ja schnell. Ja, das geht schnell. Von dem hätte ich ja eigentlich einen Forsreif bekommen. Wenn ich jetzt einen kriege, dann kriege ich eine Meise. Ach ja, dass man die Sequenz nicht irgendwie überspringen kann, das wäre klasse. Moment, ich nehme aber jetzt auf. Ja, okay. Hätte ja sein können. Gut. Genau, ich habe immer noch diesen blöden Küsschenfühler bekommen. Nichts anderes mehr. Mensch, das ist aber am Ruckeln ein bisschen. Leviathan und Alexander und Tomberi. Gucke ich doch direkt mal. So, Leviathan ist hier hinten. Na komm, so. Geistbonus oder Autotrank. Ein Geistbonus. Alexander war es noch und ich glaube Tomberi dann. Das lasse ich direkt mal so. Hier Tomberi. Der kann machen. Ja. Obwohl ich mache Anfeuer und da haben wir es gleich hinter uns.
So, okay. Kurz speichern. Ach ja. Das ruckelt echt, seitdem meine Festplatte erst kurz davor ist, voll zu werden. Ist echt merkwürdig. Okay, auf jeden Fall. Ihr könnt hier unten war das irgendwo. Ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wo es war, aber irgendwo hier. So, dann wenn man von hier hinguckt. Ah, genau, hier muss es sein. Dieses Stück, dieses kleine Stück hier bloß. Hier soll angeblich die Adamantine hier am Strand sein. Also Adamantaimai, das Viech halt. Ich guck direkt mal, es wird jetzt wahrscheinlich eh nicht als erstes kommen, weil das Viech irgendwie voll selten ist. Und, naja. Genau. Entweder kommen halt die Viecher oder das Adamantaimai-Viech. Und ich werde jetzt hier noch eine Weile kämpfen, solange bis ich den Kram hab. Und ja, offscreen auf jeden Fall. Also bis gleich wieder. Ciao. So, da bin ich wieder. Es hat eine ziemlich lange Weile jetzt gedauert, die Adamantine zu bekommen. Ich habe, also hier an der Stelle kommen echt verdammt viele Adamantaimai, also das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch relativ am Anfang, habe ich schon eine Adamantine bekommen, aber mir fehlten ja zwei. Es war das Problem, dass ich bestimmt, was weiß ich, schon 20 von den Viechern platt gemacht habe und die haben einfach nichts fallen lassen. Und jetzt hatte ich gegen Ende gleich zwei von den Viechern und die haben auch beide eins fallen lassen, also zwei Stück insgesamt. Egal. Jetzt habe ich die auf jeden Fall und jetzt muss ich für das nächste, also ich brauche noch 4 Drachenzähne, in die Trabia-Wicke-Ebene. Und ich glaube, das ist entweder hier. Irgendwo war hier nämlich die Wicke-Ebene. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, wo genau. Das ist die falsche. Dann war es hier vielleicht. Nee, dass die Hawk weint. Mal gucken, ob das das Richtige ist. Na, immer noch nicht. Also gleich gucke ich mal auf die Karte, wenn das hier nicht mal was wird. Wiki-Ebene, wer sagt's denn? Hier muss ich jetzt gegen Drachen Isolde kämpfen, damit ich 4 Drachenzähne, also muss ich insgesamt kriegen, bekomme. Ja, das werde ich wieder offscreen machen, damit nicht zu viel Zeit verloren geht. Also bis gleich dann. Okay, da bin ich wieder. So, also ich bin jetzt hier auf der Insel Tor zur Hölle. Tor in die Hölle. Genau. Und zwar habe ich hier nach Drachenzähnen gesucht. Ich habe erst in der Trabia-Wicke-Ebene suchen wollen, aber ich weiß es nie. Ich habe es irgendwie nicht gefunden, das Viechen. Das hat mir zu lange gedauert, weil dann immer so viele schwache Viecher noch da waren und so weiter. Also ihr seht doch, mein Level hat sich extrem gesteigert. Im Vergleich jetzt auch zu den anderen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, meine Drachenzähne bekommen. Gleich 8 Stück auf einmal. Und zufälligerweise, mir fehlte nämlich noch ein Sternsplitter, wie ihr ja noch wisst, ist mir auch hier der Schmelztrache über den Weg gelaufen. Da habe ich den auch gleich besiegt und ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Sternsplitter dazu bekommen. So, jetzt werden wir über den Junkshop unsere Waffen endlich mal erhöhen. Wundert euch nicht, dass Squall jetzt nur Stärke von 241 hat. Ich habe den nämlich den ganzen Kram abgekoppelt, weil ich mir dachte, ja, wenn die Waffe höher kommt, dann kommt er halt auch, bekommt er halt auch seine Stärke dazu. So, also den Löwenherz machen wir. Bei Xell ist es Ehrgeiz. Bei Irvine der Exeter. Quist ist die Königinwache. Bei Rhaenyra der Shooting Star. Und bei Selfie Traum oder Illusion. Perfekt. Ja, sehr, sehr schön, wirklich. Ich habe jetzt alle meine Waffen, die ich wollte. So, als nächstes, also erst einmal abspeichern. Das ist wirklich sehr wichtig. Das ist ein großer Fortschritt. Als nächstes werden wir uns um 2 neue GFs, beziehungsweise die 2 letzten GFs, wenn ich mich nicht irre, mal kurz gucken. Genau, kümmern. Und zwar ist das Eden und Bahamut. Bahamut werden wir als erstes bekommen, danach kommt Eden. Auf jeden Fall müssen wir hier runter, da ist eine geheime Forschungsstation.
Was auch wichtig ist, nehmt am besten Xell mit. Der kann euch so ein paar, da ist es, so ein paar Energieeinheiten sparen. So. Ja, ich weiß nicht, die Gegend macht mir immer sehr, sehr Angst. Oh Gott, okay. Hey, hört mal, na, der weiß es wieder. Mein inneres Lexikon meldet sich. Na, dann leg mal los, damit wir alle Bescheid wissen. Ich werde natürlich versuchen, wieder schön langsam durchzuklicken. Ja, weiß er. Hat anscheinend viel Zeit gehabt, sich zu informieren über verschiedene Sachen. Das ist jetzt übrigens auch das letzte Sidequest, soweit. Muss da nochmal nachgucken. Und danach kann es schon in der Story wieder weitergehen. Ja, jedes Mal, wenn sich diese Teile da bewegen und es leuchtet, müssen wir auf jeden Fall stehen bleiben. Das ist wie so ein Kinderspiel, das kennt ihr bestimmt auch. Und wenn halt nichts passiert, dürfen wir näher kommen. Also wir dürften uns schon bewegen, wenn das sich dreht, nur kommen dann halt Gegner. Und das kostet halt einfach zu viel Zeit. Manchmal verarscht uns das auch ein bisschen, das hört auf und dann kommt es ganz plötzlich wieder und muss man echt aufpassen. Das war knapp. Ihr scheint die Resonanz erfasst zu haben. Ja, hab ich. Da, das war dieses zum Beispiel, wo das ganz plötzlich wiederkommt. Ja.